Ciao, ich darf euch ganz herzlich zu meinem neuen Video begrüßen. Heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man sich zu Hause ganz einfach so eine leckere Pizza Nutella selber machen kann. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, als allererstes werden wir jetzt unseren Pizzateig zubereiten. Hier werden wir nicht irgendein besonderes Rezept verwenden, nur weil wir eine Nutella-Pizza machen. Nein, wir verwenden ein ganz normales Standard-Pizzateig-Rezept, so wie wir es auch für Pizza Salami oder Pizza Schinken verwenden würden. Viele denken ja, weil die Nutella-Pizza eine süße Pizza ist, muss man hier auch einen süßen Pizzateig machen. Aber das ist nicht der Fall. Die Pizza schmeckt mit einem normalen Pizzateig am besten. Ich verwende heute mein Standard-Pizzateig-Rezept. Darüber habe ich auch schon ein Video gedreht. Für alle diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, die können das jetzt noch anschauen, denn heute werde ich den Teig nur im Schnelldurchlauf zeigen. Noch kurz was zum Mehl, und zwar habe ich heute ein Mehl von der Firma Caputo, und zwar das blaue mit einem Eiweißgehalt von 13%. Somit ist das ein relativ starkes Mehl. Da können wir dann leicht unsere 650 ml Wasser verwenden. Dennoch empfehle ich für Anfänger etwas weniger Wasser zu nehmen, denn umso höher die Hydration, also umso höher der Wassergehalt in unserem Teig ist, umso schwerer lässt es sich verarbeiten, und Anfänger sollten einfach mal ein bisschen üben und sich langsam rantasten. Deswegen für Anfänger 600 ml, für Fortgeschrittene 650 ml, und jetzt legen wir los und bereiten unseren Teig zu. So, ich habe jetzt alle Zutaten für unsere Nutella-Pizza vorbereitet. Ich habe uns hier ein paar Früchte vorbereitet, Blaubeeren, Physalis und Himbeeren. Aber hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Es passen auch Erdbeeren sehr gut dazu oder Bananen. Da könnt ihr selber wenn kreativ sein. Je nachdem, welche Früchte gerade Saison haben, könnt ihr da selber wenn probieren. Da passen wirklich die meisten Früchte. Dann unsere wichtigste Zutat natürlich noch die Nutella. Die habe ich jetzt ganz kurz bei 50 Grad in den Backofen gegeben, dass sie einfach ein bisschen warm wird, und so können wir sie später viel leichter auf unsere Pizza verteilen. Und dann habe ich hier natürlich noch unseren fertigen Pizzateig, und den werde ich jetzt mal ausrollen.
Ich habe jetzt hier wieder Grieß drunter. Und da habt ihr schon gesehen, ich habe wirklich eine große Menge Grieß genommen. Da lässt es sich einfach am besten ausziehen. Können wir dann auch mal drehen. Immer darauf achten, dass wir nicht so auf den Rand drücken, dass der später einfach im Ofen schön aufgeht. So, und so ist unsere Pizza dann auch schon fertig. Dann können wir mal den Grieß auf die Seite schieben. Und darauf achten, dass man ein bisschen den Grieß von der Pizza abschüttelt, weil sonst haben wir später so viel Grieß im Ofen, der wo dann verbrennt. Und deswegen nehme ich die immer noch ein wenig in die Hand und tue das einfach ein bisschen abklopfen. So, und so passt es dann auch. Und wir werden unsere Nutella-Pizza so machen, dass wir die Nutella erst am Schluss drauf geben, weil die wird im Ofen noch einfach ein wenig verbrennen. Deswegen werden wir den Teig jetzt so in den Ofen geben. Aber hier müssen wir noch darauf achten, dass wir einfach ein wenig mit der Gabel ein paar Löcher reinstecken, weil sonst würde der Teig einfach über die komplette Breite so hoch gehen. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen ja einen schönen Rand haben und in der Mitte soll die Pizza flach sein. Deswegen steche ich hier einfach mit der Gabel rein und du die Luftblasen ein bisschen zerstechen. So. Und so können wir jetzt unsere Pizza auch schon in den Ofen geben. Und so ist unser Pizzaboden jetzt aus dem Ofen gekommen und jetzt können wir anfangen, unsere Nutella hier drauf zu verstreichen. Wie gesagt, die habe ich ein bisschen im Ofen angewärmt, dass sie einfach ein wenig flüssiger wird. Da geben wir einfach einen guten Klecks drauf und verstreichen das Ganze schön. Dürfen dann ruhig noch ein wenig mehr nehmen. So. Und jetzt können wir dann nach Belieben eben Früchte drauf geben. Ich tue jetzt einfach mal ein paar Himbeeren drauf. Und dann ein paar von den Physalis. Das schaut einfach schön aus, weil die so schön orange sind. Und das kann ich euch sagen, Kinder werden die Pizza lieben. Ich habe die schon öfters gemacht, gerade wenn man Kinder zu Besuch gehabt haben. Die haben sich da sehr drüber gefreut. Können wir jetzt noch ein paar Blaubeeren drauf geben. So, und jetzt werden wir noch ein bisschen eine Minze mit drauf geben. Einfach ein paar Blättchen. Erstens mal schaut es gut aus und des Weiteren bringt es einfach auch noch ein wenig einen schönen frischen Geschmack auf unsere Pizza. So, und jetzt zu guter Letzt noch ein bisschen an Puderzucker. So, und fertig ist unsere Nutella-Pizza und die schaut auch mal richtig lecker aus. Natürlich müssen wir unsere Nutella-Pizza jetzt auch noch probieren. Ausschauen tut sie schon mal richtig gut und ich werde mir jetzt mal ein Stück runter schneiden. Dann probieren wir das Ganze mal. Wow, die Pizza ist echt richtig lecker mit der Nutella und den frischen Früchten. Das schmeckt richtig toll. Das kann ich jedem auch nur empfehlen, nachzumachen. Vor allem ist sie auch nicht aufwendig. Wenn man eh schon Pizzateig gemacht hat und Pizza gebacken hat, kann man auch als Nachtisch so eine Nutella-Pizza machen. Da freuen sich die Kinder ganz besonders drüber.
Ich hoffe, mein Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Auch würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal bei meinem Instagram-Account vorbeischauen würdet. Da poste ich auch immer ganz viele Bilder über die Pizzen, die ich gemacht habe. Deswegen schaut da mal vorbei. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Macht es gut. Bis bald. Ciao.